Hallo und herzlich willkommen zurück zu Daily Dose of Space Engineers. Kurz nachdem ich gestern die Aufnahme beendet hatte, ich wollte ja eigentlich die Atmosphärentriebwerke voll fertig schweißen, bekam ich allerdings Besuch von einer, ich weiß nicht, was es für eine Drohne war, von dieser Hiding Pirate Station, weil meine Gatlings waren schneller, als die Drohne ein Antennensignal hatte. Und da dachte ich, in dem Moment, wo meine Base, also wo die Resisco die Drohne zerschießt, dachte ich so, ja prima, ich muss mir keine Sorgen machen. Und habe was vergessen. Die Drohne ist direkt auf mich zugeflogen. Die ganzen Trümmer haben hier hinten die Ecke komplett beschädigt. Ich habe schon die großen Wasserstofftriebwerke schon wieder repariert. Die ganzen Ionentriebwerke sind im Arsch. Da sind auch Stellen, da sind überhaupt keine Triebwerkskomponenten mehr drin. Und die werde ich jetzt auch nicht nachproduzieren. Weil ich brauche das Platin und das Gold für das Schild der Interceptor. Wir werden jetzt zu unserem Heimatplaneten fliegen. Die Interceptor voll tanken, etwas Eis mitnehmen von der Kameliad. Und wenn wir das haben, dann werden wir zurück zur Base. Und dann wird als allererstes auf das Ding hier ein Schild draufgepackt, dass ich voll kampffähig bin. Für den Fall der Fälle. Schild passt hier übrigens wunderbar drauf, muss ich mir keine Sorgen machen. Und wenn ich voll kampffähig bin, dann habe ich die Möglichkeit, mich zumindest zu verteidigen, wenn ich angegriffen werde. So lange, bis wir den Base-Ausbau fertig haben. Aber dazu später mehr. So, jetzt muss ich... Oh. Nein, wenn, dann gehen wir ordentlich in dieses Schiff. wir gehen jetzt erstmal kurz rein. Es ist ja schon schön. Wenn ich es schon gebaut habe, dann will ich das auch benutzen. Die Tanks sind voll. Die sind tatsächlich voll. Das ist gut. Jetzt will ich den großen Cargo-Container, der hier auf dem Schiff ist. Nur dieses Schiff. Verbinder, großer Wasserstofftank, O2H2-Generator, Raffinerien, Survival-Kit... Flugsitz. Oh, hier ist noch Essen und Trinken drin. Das ist gut. Großer Frachtcontainer. Den hier. Benilfeld. Großer Frachtcontainer. Den hier benennen wir um. In Locked. Weil in den werde ich jetzt alles reinschmeißen. Genau. Ich hätte auch einfach Locked eingeben können. Und jetzt suchen wir nach... Da sind schon mal 30 Tonnen. Die würde ich jetzt aber glatt hier lassen. Aber was wir definitiv mitnehmen, ist das ganze Platin und das ganze Gold. Alles andere können wir hier lassen, weil alles andere habe ich unten auf dem Planeten. Ich nehme noch mal 500 Kilo Uran mit. Wir haben noch 3 Tonnen, ganz entspannt. Wir hatten ja auch die 2 Reaktoren. Ich denke, dass die reichen. Für den Fall, dass die Reaktoren für eine gewisse Schildstärke nicht ausreichen, werde ich noch ein bisschen umbauen und dann kommen weitere Reaktoren rein. Weil die Raffinerien brauchen wir ja theoretisch nicht mehr. Reaver Crimson Tormentor. Ja, nein, Alter. Auf eine Crimson Tormentor habe ich jetzt echt keinen Bock. Oh, so groß bin ich mittlerweile. Alles klar. eine Crimson Tormentor ist mir schon mal begegnet. Also nicht mir, sondern uns. Auf dem alten Community-Server ist uns eine Crimson Tormentor begegnet, weil wir alle auf einem Haufen waren. Und ich kann euch sagen, die ist kein Spaß. Und ich werde... Jetzt mal gucken, ob ich da eine einzelne Gatling... Okay, welchen auch immer. Steuerung. Mal gucken, ob ich einen erwische, mit dem man auch was sieht. Natürlich nicht. Ich habe einen unten drunter erwischt.
Das war ja klar. Das war ja wirklich klar. Den unten brauche ich jetzt nicht. Ich nehme mal einen zwischendurch. Steuerung. Ist der... Oh, der ist hier. Sehr gut. Seht ihr das? Hätte ich schon ein Schild, würde ich die angreifen. Im Ernst. Aber der Crimson Tormentor ist wirklich heavy. Das Teil ist wirklich heavy. Da ist die Resisco relativ klein dagegen. Mit einem Schild würde ich mich trauen, ohne jetzt nicht so. wir machen mal Folgendes. Sicher ist sicher, solange ich kein Schild habe. Ja, und ich ziehe eine wunderschöne flammende Schweif hinter mir her. Resisco Triebwerke war auf der 6. Alle Triebwerke aus. Und dann geben wir hier mal geschwind ein bisschen Speed. Dann fliegen wir gleich mal ein Stück weit. Wow, bin ich gerade erschrocken. Ja, das ist... Das ist okay. Ich muss auf zwischen die zwei Planeten. Und ich park jetzt mal hier. Ich park jetzt mal hier aus folgendem Grund. Für den Fall, dass nochmal was spawnt, dass ich zumindest weg kann. So. Jetzt haben wir das. Jetzt brauche ich aus der Kameliat Eis. Um da Eis rauszukriegen, müsste ich entweder die hier anbinden, was aber mit dem Verbinder nicht geht. Ich mit dem halt nirgends rankomme. Oder ich nehme... Moment, mich juckt's. Oder ich nehme das Mining-Schiff. Das könnte ich. Ich könnte die Hummel nehmen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich nehme kurz die Hummel und nehme einen ganzen Batzen Eis aus der Camellia draus und wirf das dann in die... Wo kann ich mit der Hummel an die große anbinden? Was zum Fick? Was für Triebwerke? Okay, das war gerade merkwürdig. Nee, aber ich kann das mit der Hummel hier reinbringen. Natürlich. So. Entparkt. Winden. Schon lange nicht mehr geflogen, das kleine Ding. Kamera. Mach keinen Scheiß. So. Sensoren haben mich. Wenn ich die hier voll mache, dürfte das genug sein. Theoretisch. Ich hoffe, das spawnt nichts, ey. Und die Sounds von den Triebwerken tun, spielen verrückt. Das ist auch nett. Und ich sag's euch, sobald wir Schilde haben und entsprechende Fighter, gehen wir auf Konfrontation. Ich habe keinen Bock mehr, mich von denen unterkriegen zu lassen. Dann geht's in den Krieg. So. Kriege ich den Verbinder jetzt so positioniert, dass ich da drauf komme. Ja. Parken. Dieses Schiff. Oh, nee, nicht dieses Schiff. Wir nehmen da... O2H2-Generator. Ich habe hier eine Menge Zeug im Frachtcontainer. Nimm mal das Essen mit. Komplett. Nimm mal das Essen komplett mit. Ja. Dann Eis. Füllen. Einfach mal alles füllen. Auch die Bohrer.
weil das sind auch jeweils 9 Tonnen. Warum versuchst du das wieder da rauszuholen? Nein, tu das in den Bohrer. Okay, ich weiß warum, weil die Bohrer das automatisch auswerfen. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das von Hand. Dann werfe ich das alles von Hand hier rein. Moment, ich möchte das gerne so, dass ich an den Verbinder rankomme. Komme ich so ran? Hm, noch nicht ganz. Moment. Wieso bin ich so weit weg eigentlich? So. Sind ja im All. Da geht das. Aber dann mache ich das halt so voll. Das ist doch mir Wumpe. So. Verbinder. Und dann fülle ich da jetzt so viel rein, wie ich irgendwie kann. Und dann lassen wir... Nee, da brauche ich eigentlich auch kein Eis auf der Resisco lassen, weil ich habe ja auf der Cameliad, die ja auf der Resisco steht, habe ich ja genug Eis. Dann ist das nicht nötig. Das ist okay. Wie viel ich da noch reinkriege. Ich hoffe genug. Hm, sind ja nur noch 469 Tonnen. 466. Oha, geht in die Bohrer so viel, echt so viel rein. Ja gut, pro Bohrer sind es halt doch über 9 Tonnen. Das summiert sich. Das summiert sich. Und ja, Tom hatte das vollkommen richtig angemerkt. Mir ist, ich habe wohl nicht auf dem Schirm, dass ich sehr gut an Uran rankomme mit dem Gravel Sifter. Ich könnte meine Schiffe und auch Fahrzeuge problemlos mit Reaktoren bauen. Ich komme da wirklich sehr gut ran. Das heißt, ich kann komplett mit Reaktoren arbeiten und komme somit auch in genug Strom für eventuelle Großprojekte wie Large Grid Mining Schiffe. Oh. Gib ein bisschen mehr Boost. So, machen wir das wieder aus. Weil ich sollte hier jetzt ausreichend Eis haben für Dinge. Und Essen nehmen wir was aus der Cameliad mit. Und trinken produzieren wir noch was. Eine ganze Menge. Dann habe ich wieder einiges unten. Und dann kann ich das Eis nutzen, wie es mir in den Kram reinpasst. Aber ich werde das Eis auf der Base... Das Eis auf der Base... Nein, das ist nicht Ace of Base. Echt nicht. kann ich dann... werde ich definitiv aus der... aus der Interceptor ausladen. Das mit den Worten, das habe ich heute auch noch nicht so drauf, ne? Das werde ich aus der Interceptor ausladen, weil ich auf der möglichst wenig Gewicht will, wenn die meine momentane Hauptverteidigung sein soll. Flup. Ui. Okay, dann kann ich mich hier mal... Wo ist denn mein... Oh, guck mal, ein O2H2-Generator. Wo ist denn mein Locked? Genau. Und wo ist mein großer? 185 Tonnen. Wisst ihr was? Die nehmen wir komplett mit. Ich könnte ich das hier auch da lassen. Obwohl... Die 500 Liter Wasser kann ich mitnehmen. Habe ich genug zu trinken. Und was zu essen werde ich mitnehmen. Ich habe zwar hier noch... In dem Flugsitz ist noch etwas drin. Genauso wie meine Kartoffelsamen. Das ist okay. Also ich kann... noch mehr produzieren. Ich muss nur ein paar Tomatensamen mitnehmen. Das ist im Endeffekt nachher mein Hauptfutter. Pommes mit Ketchup bietet sich an, weil es einfach zu produzieren ist und ziemlich ergiebig.
So. Hallo, leicht defektes Schiff. Entschuldige bitte. Tomatensamen hätte ich gern. Einen. Ja, ich will einfach nur einen. Und hier hätte ich gern einfach 100 Einheiten davon. Dann lasse ich den Rest mal hier. Aber 100 Einheiten essen ist im Moment wirklich, wirklich okay. Jetzt gucken wir mal kurz hier rein und machen noch etwas. Ich mache gleich einfach noch etwas Eis. Obwohl, ich habe jetzt 500 Liter mit. Nee, komm, wir nehmen nochmal 100 Liter mit. Sicher ist sicher. Wir haben dann zwar Eis und wir können mit den über 180 Tonnen definitiv einiges tun. Weil ich werde die Interceptor möglichst Atmo fliegen. Möglichst. sollte normalerweise auch gehen. Kann sein, dass ich für extreme Kampfsituationen auch die Wasserstofftriebwerke anmache. Aber so hoch ist ja der Wasserstoffverbrauch in dem Ding echt nicht. Hinlu. Moment, sind wir bereit? Ja, wir sind bereit. Dann kann ich hier noch was anderes tun. Ausschalten. Kolben einfahren. Oh, das ist so wunderschön. Ach so. Nein, ich bin dumm. Ich bin wirklich dämlich. Wir sind doch noch gar nicht am Planeten. Wir sind doch noch gar nicht am Planeten. Jetzt muss ich sie aber trotzdem wegfliegen, weil sonst der Sensor nicht funktioniert. Na, gucken mal, wir haben doch Triebwerke aufgerüstet. Wie ist denn das Teil mittlerweile? Ja, okay, jetzt im Moment ist er einfach nur wahnsinnig. Oh, ich brauche definitiv noch mehr Gyroskope. Also, definitiv, das ist ja grausig. Moment. Ich habe doch da eine Gatling drüben, wo ich an Sachen rankomme. Ich muss definitiv aufrüsten. Das geht so nicht. Jetzt muss ich nur gucken, wo kriege ich hier... Ist das luftdicht denn? Ja, ist es. Das heißt, ich kriege hier definitiv noch ein weiteres Gyroskop rein. Ja, mach ein gelbes. Why not? Aber ich kriege hier noch ein weiteres Gyroskop rein. Weil die Agilität muss auch im geladenen Zustand beibehalten werden. Sonst will ich nicht. Ich werfe das jetzt mal alles hier rein. Weil sonst muss ich jedes Mal durch den Airlock und da habe ich Space Pirate Mayday. Ich bin zu groß. Ich brauche viel mehr Schilde. Und das muss jetzt meine erste Ding sein. Sobald das Teil hier ein Schild hat, kann ich mich verteidigen. Definitiv. Okay, der Sensor ist wieder an. Das ist gut. Sobald die Base ein Schild und eine ordentliche Verteidigung hat, ist es besser. Und danach bekommt die Resisco ein Schild. Weil, nee. Das ist jetzt... jetzt ist es definitiv zu wertvoll, um hier was zu verlieren. Also im Ernst. Prima. Dann kann ich jetzt hier einfach so machen. Tada! Gyroskop. Dangerous Reaver Encounter. 2 jetzt schon. Ich würde da gern mal hin. Aber erst, wenn ich ordentlich... Guck mal, mach mal. Aha. Orks shoot a boat. Das ist ein Scherz. Tonk.
kommen. Bin ich so weit neben dem Verbinder. Komm schon, komm schon. Okay. Verbunden. Ich habe an der Resisco die Trägheitsdämpfer aus. Kann das sein? Immer diese verdammten Orks. Ich habe so geparkt, dass die nicht funktioniert, richtig? Oh doch, funktioniert. Prima. Okay, aber die Jumper sage ich schon. Die Interceptor ist vorbereitet. Wir können jetzt los. Richtig? Ach nee, hier sind die Triebwerke aus, deswegen. Aber wir machen jetzt zuerst was anderes. Wir gehen jetzt GPS. Ich benötige, den brauche ich im Moment nicht. Den brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Ich brauche den Risenschiff. Und den Base. Hallo, Org. Move. Muss ich auf die andere Seite vom Planeten? Ja, ich glaube, ne? Das ist auf der anderen Seite vom Planeten. Aber kein Problem. Ich bin gerade an irgendwas ganz nah vorbeigeflogen. 40 Kilometer. 30 Kilometer. Ich möchte gern so nah ran wie möglich. Kilometer. Na gut. Näher soll es halt nicht sein. Deswegen regle ich jetzt nicht nach. Okay. Triebwerke an. Trägheitsdämpfer sind an. Das passt. Ich bin bewaffnet. Ich habe Munition dabei. Das ist auch gut. So. Das heißt... WTF. Schon wieder diese verdammten Gatlings. Schon wieder. Oh nein, mein Körper bewegt sich sehr schnell, sehr weit weg. Spawnt mit Trägheitsdämpfern aus, da war was. Nein, ich habe noch nicht alles. Okay. Oh Mann. Das schaffe auch nur ich, ne? Okay, hier ist soweit alles im Lot. Und wenn ich nicht schon wieder gegen die Gatling fliege, ist auch alles gut. Okay, das ist erledigt. Dann Einfahrmechanismus. Rampe. Oh, ich liebe das, ne? Das ist richtig gut. Oh, Moment. Mach mal hier kurz Trägheitsdämpfer an. Habe ich jetzt das ganze Essen? Nein! Die 100 Einheiten Wasser und die 100 Einheiten Essen habe ich jetzt... Wo habe ich
Die habe ich doch hier reingeworfen gehabt. Die habe ich nicht in den Cargo-Container geworfen, ne? Na damn. Dann muss ich da nochmal... Food Protein Resequencer ist noch was drin. Das ist da. 100 und 100. Den Rest lasse ich hier. So. Hey, das ist das erste Mal, dass die Interceptor auch wirklich geflogen wird. Und dann hoffe ich, dass wir schnellstmöglich das Platin und das Gold zusammenkriegen. Für... Ja, ist agiler. Und wir haben ja jetzt gerade noch fast 200 Tonnen Übergewicht. Wir machen das aus. Wir machen die Atmotriebwolke an. Ich will momentan keinen Wasserstoff verblasen. Nur auf Ionen fliegen, solange wir es können. Tschüss, Francisco. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Kameliad. Dich repariere ich bald. Ab Richtung Base. Komm, Boost. Mehr Boost. Ach. Was soll der Geiz? So. 115 Meter pro Sekunde sollte okay sein. Ja, und irgendwann will ich... Oh, schaut mal. Dieses Asteroidencluster in der Nähe vom Schiff. Jetzt. Das wäre doch eine mega geile Orbitalbase. Also das jetzt direkt über dem Schiff. So, dass ich die Resisco dazwischen parken kann und das Teil auch mega verteidigt ist. Ich denke schon wieder zu groß. Ich denke schon wieder viel zu groß. Im Ernst. Wir sollten echt, ich sollte echt hier, Dings. Hallo, Hirn? ich sollte echt meine Pläne mal ein bisschen runterschrauben. Oder findet ihr, meine Pläne sind gut? Nur mal gucken, dass ich einen Plan so durchziehe, dass nicht immer was dazwischen kommt. Das ist ja eher das Problem. Weil jetzt machen... Wir machen jetzt das Schild. Das ist das Erste. Vielleicht schaffen wir das sogar heute noch, dass das Ding ein Schild hat. Aber wenn das Ding ein Schild hat, kann ich jedem roten Marker einfach aufs Maul hauen. Und dann können die mich alle nämlich am Arsch lecken. Das kann ich so direkt sagen. Weil wenn dann ein Ork kommt, dann wird das ein Ork gewesen sein. Das ist bei Revan genauso, bei Space Pirates so und bei Assertive so. Aber so können wir nämlich auch an eine Menge Material rankommen. Ne, gehen wir halt zur Piraterie. Das ist mir egal. Dann gibt's in Zukunft Kriegsschiffe. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich die Interceptor verlängern soll ein bisschen. Verlängern und nach hinten, also vielleicht sogar noch ein bisschen verbreitern. Also noch heftiger bauen. Ich weiß aber nicht, ob das intelligent ist. Oder ob ich die Resisco zu einem, zumindest zu einem allgebundenen Kriegsschiff mache. Und die Resisco tatsächlich planetar lasse. Na, ich habe fightertechnisch noch viel vor. Oh, wir sind in Gravitation. Weil die Interceptor gilt jetzt, also die agiert jetzt mal als Fighter für die Base. Ich will aber für die Base definitiv wieder einen Small Grid Fighter. Einfach aufgrund der Beweglichkeit und des Platzes wegen. Diesen will ich allerdings dieses Mal definitiv mit 2 bis 4 nachladbaren Raketenwerfern ausstatten. Wir kommen problemlos an Material ran. Wenn ich jemanden zerlegen will, dann richtig. Ich heb da keinen Bock mehr drauf. Also, da keine halben Dinge mehr. Deswegen ja auch dieses Ding. Ich hoffe, dass die Waffen ausreichen. Mit 2 Raketenwerfern, einer rechts, einer links, sollte das, denke ich, genug sein, dass man damit Krieg führen kann. Und die Farbgebung so in der Sonne gefällt mir. Ist echt gut geworden. Wenn man überlegt, dass das mal eine Bohrplattform war. Noch 19 Kilometer. Ich laber euch mit Müll voll. Tut mir leid. Nicht.
Nein, mir tut es echt nicht leid. Wirklich nicht. Come on! Move! Ja, Large Grid, du kannst dich nur mit 150 Meter pro Sekunde bewegen, ich weiß. Bin ich froh, dass ich den Speed-Mod habe. Jetzt überleg mal, wir müssten alles mit 100 Meter pro Sekunde machen. Du wirst ja wahnsinnig. Und mehr Geschwindigkeit will ich eigentlich nicht, weil das wird dann einfach irgendwie wiggly und das gefällt mir nicht. Die 200 und die 150 Begrenzungen, die sind schon ganz okay. Komm, beweg dich mal ein bisschen in Richtung Base. Und sobald wir Atmosphäre haben, die vier Triebwerke, die können da halt niemals was bremsen. Aber wenn ich so ein bisschen, ja, ich kann die Richtung so ein bisschen anpassen. Sobald die Atmo-Triebwerke greifen, sollte alles okay sein. Noch nicht? Was sind's denn? Ich glaube 3000 Meter. Mal so ein bisschen abbremsen. Atmo-Triebwerke? Hallo? Atmo-Triebwerke? Ich bin ziemlich schwer, fällt mir auf. Okay, jetzt passt's wieder, kann wieder atmosphärisch fliegen. Ich dachte gerade, das reicht nicht, aber doch, es reicht. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe keine Parkmöglichkeit für das Schiff. Da muss ich mir was basteln. Definitiv. Das Schiff hat ja kein Fahrwerk mehr und kann auch in dem Konstruktionszustand so keins mehr kriegen. Bremsen. Komm ich? Oh, ich habe doch da den Verbinder, an dem gerade der Miner dranhängt. Ich kann doch theoretisch einfach an dem parken. Und dann kann ich das ganze Zeug rausnehmen. Dazu muss ich allerdings... Du hast so eine Stunde Strom. Das ist okay. Jetzt kann ich hier mal alles aufmachen. Hallo Base. Na? Hallo Miner. Ich beweg dich mal hier rüber. Leck, ist der agil, wenn der leer ist? Bin ich gar nicht gewohnt. Park dich mal hier. Und dann habe ich da theoretisch kein Problem, die hier zu parken. Theoretisch. Und dann müssen wir uns mit dem Schild beeilen. Also wirklich beeilen, weil wenn mich hier was angreift, und jetzt habe ich ja schon wieder ein großes Schiff hier. Komm schon. Bin ich so daneben? Nein, bin ich nicht. Jetzt bin ich nur zu hoch. Hey, wir sind verbunden. Nice. Prima. Dann können wir direkt, das machen wir sofort, die Gatlings durch Raketentürme ersetzen. Und wenn wir das nämlich haben, den Cargo-Container lass ich locked. Das hat einen Grund. Ich möchte nämlich, Moment, lass mich das, bevor ich Sci-Fi Armor und die werden Oranje. Ich möchte nicht nur das mitnehmen an Raketen, was der Inventory Manager vorsieht. Und der füllt einmal die Raketenwerfer und das war's dann.
Und das ist mir zu wenig. Ich will in den Cargo-Container ein paar Raketen und Munition reintun. Weil ich komme ja an alle Rohstoffe, die ich dafür brauche, relativ problemlos ran. Ans Uran komme ich ja mit Ding ran. Mit Gravel-Siftern. Welche ich übrigens noch brauche. Aber ich habe ja ein bisschen Uran mitgebracht, dass das mal kein Problem ist. So, 800 Meter Reichweite. Ich muss die jetzt gleich nochmal disconnecten und die ganzen Waffen... Obwohl, das kann ich auch so. Das kann ich auch so. Geschützturm. Genau, jetzt gibt es nämlich hier erstmal eine ganze Liste Geschütztürme. Raketengeschütz, Raketengeschütz. Genau. Die kommen in eine Gruppe. Interceptor-Waffen. Falls ich das nicht getan habe, alle auf 800 Meter. Ja. Speichern. Und jetzt kann ich da nämlich die Gruppe Salvage Truck, Verteidigung Base, Interceptor Waffen. An aus. Und die, wenn man vom Teufel spricht, Ich habe alle Waffen ausgeschaltet. Na, wo seid ihr? Tot. Das hat prima funktioniert. Also, relativ. Aber es hat funktioniert. Die anderen sind schon despawned. Nein, da liegt noch einer. Hallo, Bot. Du kommst jetzt nicht nochmal runter. Aber ich scheine ein Raketengeschütz nicht in der... Doch, jetzt fliegt er wieder hoch. What the fuck? Ich scheine ein Raketengeschütz nicht in der Gruppe drin zu haben, fällt mir gerade auf. So, wir machen jetzt hier mal kurz was. Wir waren auf dem Ace-Planet und haben ein Problem gehabt. Oh wow, ich krieg das nicht alles auf einen... Na gut. Das Mähdrescher-Upgrade habe ich zwar gemacht, war aber halt kacke. Die Icebase fertiggestellt habe ich nicht. Die Resisco mitgebracht. Habe ich. Oh Gott. Interceptor-Schild. Das kommt jetzt. Das stört mich richtig, dass ich das nicht in eine Reihe kriege. Im Ernst, das stört mich wahnsinnig. Wir machen mal... Warum kriege ich die Abstände? Sind die nicht überall gleich? Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Ja, dann ist es... Besser, aber nicht gut. So. Jetzt gucken wir nach dem... Locked. Und gucken nach dem... Aus. Das Gold, das Platin, das Uran, das Eis, das Wasser. Genau, mein Essen ist da schon drin. 846 Kilo Platin. Jetzt müssen wir nämlich gucken. What? Ah, meine Waffen sind wieder angegangen. Dann schießen die noch einmal. Na gut. Aber meine Waffen sind wieder an. Kann ich das in einer ausgeschalteten Montageanlage ordentlich angucken? Die hier dürfte ja... Die machen wir jetzt aus. Diese ausgeschaltete Montageanlage.
Wenn ich jetzt hier sage, also wollen wir mal gucken, was brauchen wir für Bauteile für ein Schild? Hier, ich brauche, ich hätte gern den Ship Shield Emitter. Da sind 400 Field Emitter drin. Und für den Controller, da sind 24, also brauche ich 424 Field Emitter. Wenn ich jetzt hier sage, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, brauche ich 1,1 Tonnen Platin und 2,1 Tonnen Gold. 1,1 Platin, 2,1 Gold, den Rest habe ich. 1,1 Platin, 2,1 Gold. Und ich habe das Gefühl, dass ich sogar fast genug habe. Oh, nein. Ich brauche eine Ladung Platin und ich brauche eine Ladung Gold. Na gut. Dann los. Nichts hält mich auf. So, jetzt gehen wir ins Platinloch und holen eine ganze Ladung Platin. Lassen das raffinieren, weil das raffiniert deutlich länger wie das Gold. Und dann holen wir noch eine Ladung Gold. Mit den 4 Raffinerien habe ich die Hoffnung, dass das schnell geht. Uiuiuiuiui, jetzt war ich sehr schnell unterwegs. Er ist zwar windig, aber nicht so windig. Sein Bremsweg ist relativ lang. Eisen will ich nicht. Hier hat's auch Gold. Ja, aber dann nehme ich erst die Goldmine, die ich schon habe. So, hier runter in das Loch. Weh. Das ging jetzt zackig. Jetzt gucken, dass ich da beschädigungsfrei durchkomme. Ich hatte das schon mal größer gemacht, dass ich mit dem Schiff hier ein bisschen besser reinkomme. Platin. Da ist es. Dann würde ich sagen, Bohrer ansetzen und los. Ich weiß nicht, wie viel Platin in dieser Ader noch drin ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hoffe genug. Vorteil ist, der Miner hier ist definitiv für sowas ausgelegt. Weil der kann halt auch eine Menge transportieren. Und die 4 Bohrer sind mehr als adäquat. Weil wenn die eine Goldmine leer sein sollte, kann ich durch das Loch hier problemlos zur nächsten. Und das ging's mir. Oh Gott. Stimmt, Platin abbauen. Das dauert auch nur ewig. Aber ich hoffe, dass das... Ich brauche 1,13 Tonnen. Ich habe schon über 800 Kilo. Das sollte reichen. Ich brauche knapp 300 Kilo Platin. Lass es 350 sein. Ein Miner voll dürften über 500 sein. Vielleicht muss ich ihn gar nicht ganz füllen. Zumindest im Moment nicht. Die Frage ist, sollte ich ihn füllen? Und da bin ich wahrscheinlich eher im Ja. Weil ich brauche ja nicht nur für die Interceptor ein Schild, ich brauche ja für alles mögliche ein Schild. Das heißt, ich werde Unmengen Platin benötigen. Das heißt auch, sobald wie möglich sollten wir die Bahnlinie bauen. Mit einer Möglichkeit, sehr, sehr viel Material abzubauen. Und auch zu transportieren. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, abbauen. Diesen kleinen Miner lasse ich vermutlich hier an der Base. Um drüben, dafür wo ich nachher die Zuglinie geplant habe, die großen Mengen zu minen, und da will ich wirklich große Mengen minen, wäre der Plan, einen Large Grid Miner zu bauen. Sowas ähnliches wie die Drilling Plattform, also mit Large Grid Minern nach unten. Dass ich wirklich riesige Mengen auf einmal minen kann, braucht dafür halt eine Menge Strom, aber wir hatten es ja. Strom ist not an issue. Lass mal
Das da vorne habe ich da jetzt ein bisschen stehen lassen. Lassen wir das noch abbauen. Sag bloß, ich bin jetzt voll mit Platin. Das wäre jetzt sehr gut, wenn das jetzt doch schon voll wäre. Dann können wir nämlich gleich noch Gold holen. Die Bohrer sind noch nicht voll, da geht noch mehr rein. Also noch nicht mal ansatzweise. Da geht noch deutlich mehr rein und da werden wir auch noch mehr rein tun. Ach komm, ich flieg da jetzt noch ein bisschen in die Wand, dass ich alle vier Bohrer ins Platin halt. Und das ist auch was, da kann ich mal offscreen zwischendurch immer mal wieder eine Ladung holen. Dass es gleich passiert. Zumindest so lange, bis ich alle Schilde habe. Come on, wird voll. Ja, ich denke, das reicht. Meiner ist im Grunde ist er voll. Ja, mach mal da ein bisschen Platz. Ja, genau. Ja, und wenn wir dann nämlich einen Large Grid Miner haben, meinen wir auch nicht mehr wegen 100 oder 200 Tonnen, dann reden wir von Mengen. Dann muss ich auch nicht mehr andauernd meinen. Also ich will nicht so übertreiben, maximal einen Cargo-Container im Großen. Das reicht. In den großen Cargo-Container passen über 1000 Tonnen Material. Aber halt so, dass... Huch. Noch ein bisschen mehr Platz. Ich glaube, da machen wir noch ein bisschen mehr Platz. Ui. Okay. Wir haben einen vollen Miner Platin und jetzt wollen wir gleich noch einen Miner Gold. Und dann sollten wir genug haben für das Schild. Dann können wir nämlich auch noch die 424 Field Emitter in Auftrag geben. Weil der Rest sollte relativ gängiges Material sein. Glaube ich. Aber wir platzieren... Doch, wir platzieren das gleich. Wir müssen möglichst schnell das Schild da drauf kriegen. Dass ich mich im Notfall echt verteidigen kann. Oh boy. Klar, ich könnte jetzt auch das kleine Schiff mit Schild tanken. Nicht fallen. Nur Bremsweg ist ewig lang, ich weiß. Oh nein, das schon wieder? Das hatte ich neulich schon. Ich weiß nicht, was das soll. Ich kann mich nicht bewegen. Das liegt aber an Space Engineers, weil ihr seht die Windturbinen im Hintergrund. Die laufen völlig normal. Es läuft auch alles normal ab, bis auf meine Bewegung. Und das, wenn es dumm läuft, ja, wenn es gut läuft, hört es wieder auf, dann kann ich noch weitermachen. Wenn es dumm läuft, wird es schlimmer und dann muss ich Space Engineers zumindest für kurze Zeit beenden. So, jetzt räumen das mal kurz leer. Aber das probieren wir jetzt, ob es reicht. Und dann haben wir nochmal eine ganze Menge Gold. Prima, leer. Ich habe noch 77% Akku. Da sieht man mal fast 23% Akku mit einer Ladung Mining. Das ist schon ordentlich. Und dann sollten wir da genug Material haben. Hello Gold! Was geht? Ich habe ja da unten mittlerweile doch auch eine kleine Halle. Die kleine Goldhalle. Da habe ich ja mit dem Miner schon mehr als einmal was abgebaut. Obwohl die Goldader hier wirklich echt ein Krampf ist. Die ist wirklich ein Krampf. Wegen sowas wären mir große Miner lieber. Also so einen großen, mit dem, wo ich viele Bohrer in den Boden hängen kann.
und eine große Menge auf einmal abbauen kann und dann auch gern mit Auswürfen, dass ich eine ganze Menge Stein weit weg vom Bohrloch werf. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Wir müssen uns momentan noch mit dem hier zufrieden geben. Obwohl ich zugeben muss, mit dem Miner hier ist es deutlich angenehmer wie mit meinem alten. Liegt vermutlich am 4-Bohrer-Setup. Hm, wo kommen wir denn gerade? Ja, komm, wir gehen hier nochmal. Fluppidi-flupp, fluppidi-flupp. Ja, vermutlich wird es ein großer und ein kleiner Miner. Oder mache ich nur... Oder baue ich den hier... Das könnte ich auch machen. Ich könnte den hier... nochmal in groß bauen. Oh Gott, wie viel Stein hast du? Habe ich so viel Stein abgebaut? Ja, so viel Gold habe ich noch gar nicht. Oh, wow. Ich könnte den hier nochmal ähnlich in Large Grid nachbauen. Das wäre auch interessant. Das wäre vermutlich etwas übertrieben, aber interessant wäre es. Mal gucken. Müssen wir echt mal gucken, wie wir da mit Mining in Zukunft vorgehen. Weil je größer die Projekte werden, desto schlechter geeignet sind Small Grid Miner. Na komm. Bau so viel Gold ab wie möglich. Bitte. Okay, bevor die Platinader leer ist, muss ich wohl Angst haben, dass die Goldader... Oh ne, die geht noch weiter. Na gut. Fliegen wir mal ein bisschen weiter hier runter. Machst du mal bitte hin. Nicht mal mein großer Cargo-Container ist voll. Okay. Oder wirkt das nur so? Ich weiß nicht. Beim Gold bin ich irgendwie deutlich ungeduldiger als beim Platin. Weil es zum meinen einfach ein wahnsinniger Rotz ist. Im Ernst, das ist echt ein Rotz. Liegt aber echt vermutlich am Vorkommen. Ich sollte mal gucken, ob die anderen Goldvorkommen auf dem Planeten hier genauso arschig sind. Oder ob es da welche hat wie das Platinvorkommen, die einfach geballt auf einer Stelle sind. Das wäre nämlich deutlich angenehmer. So, jetzt muss ich, wenn ich das nächste Mal hier nochmal in die Ding rein will, muss ich definitiv erst Platz freiräumen, weil sonst wird es echt eng. Huch, da kommt Boden. Die Cargo-Container sind jetzt gleich voll. Ja. Läuft doch. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen. Und dann sollte das reichen. Dann können wir noch gucken, dass wir viel Demeter in Auftrag geben. Und dann hoffen wir, dass es reicht. Und dass wir nächstes Mal bewaffnet sind. Dann können wir auch mal gucken, wie viel Mining überhaupt noch nötig ist. Und wie viel ich über Piraterie mache. Das ist natürlich auch noch so mal so ein Ding. Weil Piraterie ist manchmal spannender. Da können wir dann nämlich schön abwechseln zwischen Piraterie und Mining. Das wäre doch toll. So. Ja, das lassen wir jetzt so mit dem Gold.
Gold hatten wir ja das meiste schon. Huch. Es wird dunkel. Hui. Huch, falsche Taste. Die Leertaste wollte ich. Komm schon. Lass mich parken. Hallo Interceptor. Die ist schon süß. Ich mag die. Ich sollte nicht so slingshotten, wenn ich an den Verbinder ranfliege mit dem Miner. Wäre nicht das erste Mal, dass ich da was kaputt mache. So, das ist geparkt und dann können wir rüber ins Hauptgebäude. Hallo Hauptgebäude, du bist übrigens noch gar nicht beleuchtet. Haben wir hier schon Shield Component? Nein. Raffinierst du noch Platin oder schon Gold? Ja, du raffinierst noch Platin. Natürlich. Warum sind in den Raketengeschützen nur 3 Raketen pro Stück drin? Da muss ich noch nicht verstehen. Wir haben schon 916 Kilo Platin. Ja, das sollte reichen. Das sollte definitiv reichen. Okay. Wir haben doch Raketen oder laden die sich selber nach? Das kann natürlich sein, dass die sich selbst nachladen. Jetzt weiß ich, was ich wollte. Produktion. Ich wollte in meine industrielle Montageanlage und ich hätte gern einen Field Emitter. Nur einen. Okay, die gehen relativ schnell. Das ist prima. Und dann sollte der gleich auf der Autocrafting-Liste auftauchen. Obwohl ich... Das muss ich aber demnächst mal machen. Das Autocrafting auf einen großen Bildschirm werfen, weil... Wir haben so viel, das kommt vielleicht besser, wenn ich das auf einen größeren Bildschirm werfe. Vielleicht machen wir auch einen richtig großen. Mal gucken. Und den hier so mitten in die Fertigung reinstellen. Ah ja, ja, ja. Hino, bist du da jetzt? Shield Component, genau. Und da hätte ich jetzt gern 424 Stück. Produziert. Wenn wir da nämlich jetzt reingucken. Die produzierte sogar erstaunlich schnell. Also wirklich erstaunlich. Das ist gut. Oh, ich brauche mal kurz was zu trinken, bitte. Danke. Ja, natürlich, und das Zeug geht jetzt weg wie warme Semmeln. Wir haben 2,2 Tonnen Magnesium im Moment. Das ist gut. Da will ich gar nicht meckern. Da will ich überhaupt nicht meckern. Okay, das geht. Das sieht traurig aus. Wir haben allerdings jetzt schon 132 Stück. Apropos, jetzt kann ich doch nochmal kurz gucken. Bevor wir da jetzt... Das braucht nur die Field Emitter. Das Teil braucht... Ja, genau. Das Teil braucht nämlich auch noch 200 Supraleiter und 40 Schwerkraftgeneratorkomponenten. Sowas habe ich erwartet. Das ist nämlich schweineteuer. Das ist aber ein Ship Shield Emitter. Das auch. Der kostet gleich viel. Das ist ein Station Field Emitter. Den brauche ich für Stationen. Dass ihr mal wisst, was das Ding kostet. Das sind 850 Field Emitter und 980 Supraleiter und 120 Schwerkraftgeneratorkomponenten. Deswegen habe ich den noch nie gebaut. Weil der einfach unfassbar teuer ist. Da brauche ich über 2 Tonnen Platin und über 5 Tonnen Gold für das Ding. Deswegen müssen wir hier erstmal auf Verteidigung setzen. Aber ich sag mal, wenn wir das Ding fertig haben und die Verteidigungstürme drumherum haben, sollte die Verteidigung zumindest partiell okay sein.
Wie geht's eigentlich meinen Batterien hier? 40% haben die. Und 29 die. Hey, das funktioniert prima. Das funktioniert echt prima. Cool. Hallo, ich weiß nicht. Und ja, wie es in den Kommentaren erwähnt wurde, wir haben ja gestern den Mähdrescher verloren, in Anführungszeichen. Ich habe die Hoffnung, dass er noch schwebt, wenn wir wieder zurückkommen. Ich werde zurückkehren. Nächstes Mal werde ich aber mit der Interceptor als erstes zurückkehren. Oder ich werde bis dahin schon einen ordentlichen Fighter, also einen wasserstoffbasierten Fighter haben, mit dem ich die Eisplaneten-Base verteidigen kann. Vielleicht machen wir verschiedene dedizierte Fighter. Einen für jede Base. Einen für hier, einen für nachher für die Orbital-Base, einen für die Resisco. Obwohl, für die Resisco habe ich ja die Interceptor nachher. Einen für die Ice-Base. Vielleicht bauen wir irgendwo anders auch noch eine Base. Wer weiß. Aber ja, einen dedizierten Fighter pro Base. Mit Schild. Mit Fettwaffen. Das ist der Plan. Und ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zusehen. Und sage, haben wir hier einen schönen Winkel? Ja, ich glaube, der ist ganz gut. Und sage, bis morgen. Macht's gut, haut rein und tschüss.